Wir waren immer da. So stand es auf einer Kondolenzkarte des Bundeskriminalamtes an den 1996 verstorbenen Sänger, Autor, Schauspieler, Poeten, Theatermacher Rio Reiser. Rio Reiser war nicht deshalb dem Bundeskriminalamt eine Kondolenznachricht wert, weil sie ihn gar verspotten oder verhehmen wollten, sondern ganz im Gegenteil, diese Kondolenzkarte kam aus dem Herzen dieser Beamten, die tatsächlich Rio Reiser ihr ganzes Leben begleitet hatten. Dies deshalb, weil Rio Reiser in seiner künstlerischen Laufbahn wie kein anderer diese Republik gespiegelt, abgebildet hat und die Nachkriegszeit für diese Republik plastisch in Musik verpackt hat. Rio Reiser wurde 1950 in Berlin geboren und starb 1996 in Friesenhagen. Den einen ist Rio Reiser bekannt durch seine Solokarriere mit Liedern wie Juni Mond, König von Deutschland, Für immer und dich. Und anderen ist Rio Reiser bekannt durch seine Zeit bei den Tonsteine Scherben und einigen ist er auch bekannt durch beide Karrieren. Rio Reiser stand immer zwischen den Stühlen. Er wollte sich nicht vereinnahmen lassen. Nicht durch die Linken, nicht durch die Rechten. Nicht durch die Extremisten und nicht durch die Terroristen. Nicht durch die Christen und nicht durch die Muslime. Er wollte sich von niemandem vereinnahmen lassen und schon gar nicht von denen, die meinten, dass sie die Wahrheit gepachtet haben. Für ihn war die Realität immer ein Balanceakt. In einem Lied sang er, kein Platz auf dieser Erde. Und dies hat er wohl auch immer empfunden. Kein Platz unterm Himmelszelt, kein Platz auf dieser Erde, kein Platz auf dieser Welt. Wenn Rio diese Welt heute gesehen hätte, er hätte wahrscheinlich gekotzt. Er hätte gekotzt, weil keiner der Träume, keiner der Hoffnungen, keiner der offensichtlichen Illusionen in irgendeiner Form wahr geworden sind. Sein Traum ist nicht wahr geworden, ganz im Gegenteil hat sich die Welt in dieser Zeit immer weiter von ihm abgewandt, was er sich gewünscht und erhofft hat. Der Traum ist aus, beschrieb eine Geschichte eines Scheiterns an einer Welt, die ignorant ist, die in Schubladen denkt, die in Klischees denkt, und die nicht in der Lage ist, eigenständige Lösungen zu entwickeln. Aber lassen wir Rio selbst zu Wort kommen. In seiner 1994 erschienenen Autobiografie äußert sich Rio zu dem Spannungsverhältnis, das eben angesprochen wurde. Ich zitiere. Anfang 1974 drehte sich der Wind. Auf der einen Seite sammelten sich Pharisäer und Schriftgelehrte hinter immer neuen Buchstaben, Kürzeln und Kombinationen. Eine junge Garde, Metaphysiker, die sich in dem Glauben wiegten, Histomat und Diamat, historischer Materialismus und dialektischer Materialismus seien Lehren, die einmal erkannt dazu berechtigten, jedes Mittel anzuwenden, wenn es nur der marxistisch-leninistischen Weltanschauung in den Kram passte. Diese Ansammlung machtgeiler, geschichtsloser Blödmänner schaffte es bis heute, Ablasszettel zu verkaufen, obwohl sie alle doch bloß in der Wolle gefärbte Protestanten sind, die Recht haben und auf Deibel komm raus bekehren wollen. Hinter der Wahrheit gibt es nichts. Aber wer weiß, wann er ans Ende der Wahrheit gekommen ist. Es gehört sehr viel Dummheit zu der Behauptung, vor mir war nichts
und hinter mir kommt eine Weile gar nichts. Woher kam die Unverschämtheit der Spitzen der Revolution? Was unterscheidet diese Type heute von allen den Hohlköpfen der anderen Parteien? Nichts. Überall, wo es Nahrung gibt, sammeln sich die kleinen Füchse. Sie haben ihre Aufgaben, aber sie dürfen niemals das Land regieren. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde und Minute wurde uns klarer, bei welchem falschen Spiel wir mitspielen sollten, ohne das Recht, die Karten zu mischen, ohne das Recht zu sagen, wo falsch gespielt wird. Ami Courant, Bruder Schwein, das sollten wir sein. Die Bestechungssätze waren aber beschämend niedrig. Wir sollten Stille halten und über alles schweigen. Aber beginnen wir am Anfang. Ralph Christian Möbius wurde am 9. Januar 1950 in Berlin geboren, als Sohn eines Siemensianers. Das ist ein Mitarbeiter von Siemens und sein Vater hatte das Glück, dass er als kriegswichtig eingestuft wurde und so den Zweiten Weltkrieg der Nazis überlebt hat. Bei seiner Geburt war die Familie eine typische Familie der prosperierenden neuen Kultur des Vergessens der Bundesrepublik und des Wirtschaftswunders. In der Erhard-Phase der Republik war es sehr wichtig, dass man wieder etwas zu essen hatte, dass man es warm hatte, dass man wieder etwas Prosperität erfahren konnte und all das war die Heimstatt des jungen Rio Reisers, der eigentlich nur dadurch auffiel, dass eine Tante zu ihm sagte, boah, hast du große Glubscher. Ja, Rio Reiser hatte große Augen und er hat mit großen Augen in die Welt geschaut. Seinen späteren Künstlernamen verdankte er übrigens nicht dem Anarchisten in der russischen Revolution, sondern einem Roman von Karl Philipp Moritz, und zwar Anton Reiser. Worum geht's in dem Roman, den er sich schließlich hinterher zum Hauptnamen erwählt hatte? Es geht eigentlich um ihn. Es geht um einen Jungen, der im Grunde in der Welt nur sehr schwer ankommen kann. Ein Mensch, der im viktorianischen Zeitalter nicht in der Lage ist, allen Konventionen zu genügen, und viel zu sensibel ist und viel zu weitsichtig ist, um Dinge so umzusetzen, wie das die normalen Bürger tun. Rio Reiser hat sich also mit diesem Roman im Grunde schon das Denkmal seines Lebens gesetzt. Die Geschichte dessen, was hinterher sein Leben ausmachen sollte. RPS La Rue, wobei RPS für die Initialien steht, nämlich Ralph Peter Steitz, zog damals mit seiner Familie von Frankreich in das hessische Niederroden, heute Rottgau. In diesem hessischen Niederroden lebte damals auch die Familie von Rio Reiser. Im Jahre 1966 fragte Lanrue Rio Reiser, ob er nicht Lust hätte, in seiner Band zu singen. Die Band nannte sich De Galaxis und anfänglich spielten sie Coverversionen. Im Jahre 1967 zog es Rio Reiser nach Berlin, was vor allen Dingen den Grund hatte, dass man sich hier in einer entmilitarisierten Zone befand und er war nicht der einzige junge Mann, der damals sich auf diesem Weg der Bundeswehr entziehen wollte. Lanrue folgte ihm nach West-Berlin und begleitete Rio Reiser auch bei seinen ersten Ausflügen in die Theaterszene der Stadt, wobei Rio Reiser damals seine erste Theatermusik schrieb und es handelte sich um das nicht sehr erfolgreiche Stück Robinson 2000. Das Publikum in West-Berlin verweigerte allerdings der ersten Beat-Oper der Welt die Gefolgschaft. Dennoch hatte sich Rio mit diesem Werk als Komponist, zumindest als 17-Jähriger, schon mal einen gewissen Namen gemacht.
Das Jahr 1968 war ein Land voller Unruhe in Berlin. Die Studentenbewegung, angeführt vor allen Dingen von einem Rudi Dutschke und einem Daniel Cohn-Bendit, versuchten in Berlin eine marxistisch-leninistische Revolution in der Arbeiterklasse auszulösen. Kulturell begleitet wurde das Ganze durch das Woodstock Festival, durch den Summer of Love und auch durch revolutionäre Neuerscheinungen in der Rock- und Popmusik, wie zum Beispiel Beggar's Banquet von den Rolling Stones mit den unvergessenen Titeln, die damals in dem Sommer 1968 zum Gassenhauer wurden, Street Fighting Man und auch Sympathy for the Devil. In dieser Zeit des Umbruchs tat sich vor allen Dingen auf die Rio Reiser ein Submilieu und eine Kultur auf, in der er begann, sich langsam künstlerisch zu entwickeln. Es gehörte damals zum Understatement, dass man Musik und Politik, dass man Politik und Musik nicht trennen kann, dass man aber auch das Leben von der Politik nicht trennen kann und die Politik nicht vom Leben. Das bedeutete, dass für Rio und seine Kompagnons es von Anfang an klar war, dass man auch, wenn man zusammen musizierte, wenn man zusammen eine Band hatte, wenn man zusammen gespielt hat, dass man dann auch zusammen lebt. Und so lebte damals Rio Reiser zusammen mit Lanrue und einigen anderen in einer Art Kommune. Bundesweit bekannt war damals Rainer Langhans und seine Kommune 1, in der sich auch eine Uschi Obermeier und allerlei Kunst- und Pop-Prominenz versammelte. Und für den Normalbürger war eine solche Kommune eigentlich damals der Inbegriff des Lotterlebens, der Untugend. Dort wurde gekifft, dort wurde angeblich an Bomben gebastelt. Man unterstellte diesen Kommunen eigentlich jede Dreckigkeit und jede Bösartigkeit, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Kein Mensch weiß, wovon die Kommunaden damals eigentlich gelebt haben. Man kann über bestimmten Erzählungen entnehmen, dass es damals sehr kreative Gourmetgenüsse gab, wie zum Beispiel Mandarinen mit Coca-Cola und verschiedenen anderen Kochrezepten, die man normalerweise niemals mehr wiederholen will. In dieser Zeit der Aufstände, die vor allen Dingen durch die Studenten, also durch eigentlich privilegierte Menschen, junge Menschen angeführt wurde, passte Rio eigentlich nicht so richtig ins Klischee. Lediglich seine künstlerische Begabung und sein Impetus im künstlerischen Bereich schützten ihn etwas vor der doch latent immer vorhandenen Verachtung der eigentlichen Klassenkämpfer gegenüber dem wirklichen Proletariat. Das Proletariat war vielen der jungen Leute, die studierten und die aus gutem Hause oft stammten, die ihre Matura erfolgreich abgeschlossen hatten. Dieses Prekariat war ihnen suspekt im Eigentlichen. Dieser Widerspruch durfte natürlich niemals zutage treten. Und es war nicht die Studentenschaft, die sich in sehr gewagten sozialpädagogischen Projekten betätigte, sondern es war die Kommune um Rio Reiser, die sehr früh begann, sich einem Phänomen anzunehmen, nämlich dem Phänomen des Spekulantentums im Hausbau, in der Wohnungs- und Immobilienbranche. Persönliche Beziehungen sollten auch nicht mehr vom Besitzdenken, von der Monogamie beseelt sein, sondern diese Beziehungs- und Besitzverhältnisse sollten sich im Grunde ändern, grundlegend ändern. Nun war die Mehrheit der jungen Menschen damals mit Sicherheit nicht marxistisch-leninistisch, aber es waren diejenigen, die aufgefallen sind. In der Kommune von Rio Reiser begann man sehr früh Räumlichkeiten in Besitz zu nehmen, die leer standen und die im Grunde keinem so richtig gehörten und denen, die sie gehörten, die sie dann verkommen ließen und damit eben dunkle Spekulationsgeschäfte machten. Es gab damals das Georg von Rauchhaus und dieses Georg von Rauchhaus war so eine Art
autonomes Jugendzentrum. In diesem Haus durfte Rio allerdings auch nicht uneingeschränkt ein- und ausgehen. Das war nämlich ein hochgeheimer, pädagogisch abgestimmter, marxistisch-leninistischer Kreis von überzeugten Linken, die im Grunde damals versuchten, Jugendliche, also die gestrandet waren oder die zu Hause weggelaufen waren, solche Leute zu integrieren. Tatsache ist jedenfalls, dass die Band Tonsteine Scherben auf einem Teach-In an der Technischen Universität gespielt hatten und das Georg von Rauchhaus, das nach einem linken Aktivisten benannt ist, danach besetzt wurde. Die Geschichte von Tonsteine Scherben beginnt allerdings noch etwas früher. Die Band entstand um 1970. Ihr erster Auftritt war gleich ein Meilenstein der Rock- und Popgeschichte. Denn es war ein Konzert auf Fehmarn, wo Jimi Hendrix sein letztes Festivalkonzert gab. Ja, und so ist mit dem Entstehen der Tonsteine Scherben im Grunde auch eine ganz große Legende untergegangen, die also auf diesem Festival auch gespielt hat. Das war also eine Verkettung von Umständen, die man sich sicherlich nicht wünscht, die aber den Tonsteine Scherben natürlich auch immer etwas mit dem Ruhm nachgehangen hat. Die Band um Landrü und Rio Reiser hatten 1970 ihre erste Single produziert. Die Umstände dieser Produktion wollen wir hier nicht weiter würdigen. Tatsache ist, aus heutiger produktionstechnischer Sicht sind diese Werke natürlich gewöhnungsbedürftig. Also für viele, die es heute hören, die hätten wahrscheinlich nicht mehr so viel Verständnis dafür. Dennoch war dies ganz klar die Richtung, die die Band in Zukunft vertreten sollte. Und zwar ging es darum, dass das gesamte Konzept im Grunde Protest, Revolte und natürlich auch, sie nannten sich selbst Agitrockband, das heißt also Agitationsmusik war. Ganz klar, in welche Richtung die ging, das war ins extrem linke Lager. Die erste Single hieß Und macht kaputt, was euch kaputt macht. Diese Single hatte schon sehr viel Aufmerksamkeit in der linken Szene hervorgerufen, auch bei den Studenten, zumal dies auch über Netzwerke verteilt wurde, über Buchläden und so weiter. Die Umstände dieser LP-Produktion, die dann später folgte, nämlich die erste LP der Scherben, ist ebenso abenteuerlich. Wir sehen uns nur manchmal und dann reden wir nicht viel. Doch wenn wir reden, dann sagt der Junge, aus dir wird mal nicht viel. Alles, was du anfängst, hörst du gleich wieder auf. Du kannst auch keine Familie ernähren. Du kriegst auch keine Frau. Denn du musst arbeiten, du musst schuften, so wie ich. Aber ich will nicht werden, was mein Alter ist. Nee, ich will nicht werden, was mein Alter ist. Und pfeifen auf das Geld. Ich weiß, wenn das hier so weitergeht, bin ich fertig mit der Welt. Arbeit macht das Leben süß, so süß wie Maschinenöl. Ich mach den ganzen Tag nur Sachen, die ich eigentlich gar nicht will. Eigentlich abhauen, wenn zu Hause wieder kracht. Ich denk schon am Montagmorgen,
nur ein Freund auf mir. Doch du musst arbeiten, du musst schon so wie ich. Aber ich will nicht werden, was mein Alter ist. Was mein Alter ist. Ich möchte aufhören und pfeifen auf das scheiß Geld. Ich weiß, wenn das hier so weitergeht, bin ich fertig mit der Welt. Und es sind auch viele Live-Aufnahmen auf dieser ersten LP. Und die erste LP, die heißt eben dann auch Warum geht es mir so dreckig? Auf dieser LP ist auch das Lied Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Da ist drauf zum Beispiel Sklavenhändler. Da ist, also es ist eine wirkliche linke Agit-Rock-Platte. Da sind sogar Peinlichkeiten drauf, die eben in so eine Richtung gehen von wirklicher KPD-Musik. Also da ist auch ein Marsch drauf, Bertolt Brecht. Und da sind auch, also wirklich eine bewusstseinsschaffende Platte sollte das sein. Also mit dem Überbau, dass eben Ideologie, also dass Besitzverhältnisse aufgelöst werden sollen, dass das kapitalistische System sich auflöst. Das war im Grunde über allem schwebend und war auch teilweise wichtiger als die Musik, zumindest bei den Rezipienten. Das gesamte Tonsteine-Scherben-Konzept war niemals für die Hitparade gedacht. Das war nicht radiotauglich, das war auch allen Beteiligten klar und auch gar keiner hat das wirklich gewollt. Das Ganze sollte Subkultur sein, das Ganze war Subkultur und wurde natürlich auch von bestimmten Kreisen super gut aufgenommen. Also mit der ersten LP hatten die Tonsteine-Scherben auf jeden Fall einen Achtungserfolg, wenn nicht sogar einen kleinen Fuß in der Tür bei einer Bewegung, die sich im Moment so eine Art Hofband leisten wollte. Tonsteine-Scherben avancierte zum linken Vorzeigeprojekt. Plötzlich war die Band Tonsteine Scherben und damit natürlich auch Landrü und Rio Reiser in aller Munde. Man sprach über diese Musik fiel auf, diese Musik war anders, diese Musik hatte deutsche Texte und diese Musik war derart radikal, dass man diese Musik im Grunde nicht auf irgendeiner Gartenparty oder auf irgendeinem familiären Fest spielen konnte. Diese Musik war anders als alle Musiken, die bisher in Deutschland gemacht wurden. Mittlerweile galten die Tonsteine-Scherben als eine Art Rolling Stones der Deutschen. Der Unterschied zu den Rolling Stones war nur, dass die Rolling Stones immer Wert darauf gelegt hatten, möglichst professionelle Studiobedingungen zu haben und sich auch eigentlich politisch sehr ungenau artikuliert hatten. Die Rolling Stones haben eigentlich niemals einen wirklich politischen Text verfasst. All diese Texte waren auslegbar, waren in einer gewissen Form eher sexuell als politisch revolutionär. Und die Tonsteine-Scherben gingen einen konsequent anderen Weg. Dieser Weg war von Anfang an politisch gefärbt. Und das Politische, was in die Musik eingeflossen war, war genau das, was ihnen im Grunde auch zum größten Hindernis gereichte, denn im Grunde war das politisierte Musikmachen an sich von einem Makel der Beflecktheit
behaftet. Dieser Makel bestand darin, dass man entweder politisch der Meinung war, der Tonstein zu scherben, oder man eben politisch nicht dieser Meinung war, was im Grunde ein Ausschlusskriterium zum Hören dieser Platten darstellte. In der Folgezeit werden wir jetzt sehen, dass die Scherben sich entwickelten. Von der ersten LP, Warum geht es mir so dreckig, zu der LP Keine Macht für niemand war es ein weiter Schritt. Der wirkliche Meilenstein der Tonsteine Scherben bestand sicherlich in der Doppel-LP Keine Macht für niemand. Diese in den Alster Studios in Hamburg entstandene Doppel-LP Keine Macht für niemand hat einen derartigen Einfluss auf deutschsprachige, aber auch nicht nur deutschsprachige Künstler gehabt, dass diese LP sogar vor einer kurzen Zeit zur besten deutschsprachigen Rock-LP aller Zeiten gekürt wurde. Viele Künstler haben sich an dieser Doppel-LP versucht, an Interpretationen, an Auslegungen dieser Musik, und es gibt wohl keinen in der deutschsprachigen Rock- und Pop-Szene, an denen dieses Projekt spurlos vorbeigegangen ist. Der Quantensprung dieser Doppel-LP bestand vor allen Dingen in der Verbindung von politischer Aussage, deutschen Texten und revolutionärem Pathos, der in dieser Doppel-LP wesentlich stärker hervorgetreten ist als bei allen anderen bisher bekannten Produktionen in der deutschsprachigen Rock- und Pop-Szene. Aber der Kampf hatte sich gewandelt. Er hatte sich gewandelt in der Beziehung, dass sich weite Teile der marxistisch-leninistischen Revolutionsbewegung radikalisiert hat. Radikalisiert in einer Form, die auch den bewaffneten Kampf für durchaus möglich hielt. Heinrich Böll bezeichnete diesen Kampf als den Kampf der 6 gegen die 60 Millionen. Tatsächlich war es auch so. Die RAF, die Rote Armee-Fraktion, begann mit dem bewaffneten Kampf als Guerilla-Bewegung gegen dem bundesdeutschen Staat. Die Tonsteine Scherben befanden sich direkt im Zenit dieser Bewegung. Sie verkörperten diese Bewegung sogar, aber sie mussten erkennen, dass sie in diesem Spiel ein Teil einer Radikalisierung wurden, die sie im Eigentlichen gar nicht wollten. Einer Radikalisierung der 6 gegen die 60 Millionen, einer Instrumentalisierung durch diese Bewegung und einer Fraternisierung mit einer Bewegung, die sie eigentlich so nicht in der Gänze befürworteten. Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine, in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause und ich glaub, er hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung, nicht früh um 7 und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort zum Sonntag scheiße und das Wort zum Montag mach mal blau. Raus, das ist die Hölle. Wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 2 von Millionen. Wir sind nicht allein. Und wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Mein Alter meint, die Welt wird sich nicht ändern. Dabei weiß er ganz genau, was. Die zweite LP der Scherben war die legendäre Doppel-LP Keine Macht für niemand. Diese Platte war in allem außergewöhnlich und knüpfte nahtlos an die Erstproduktion Warum geht es mir so dreckig an. Dennoch gab es entscheidende Unterschiede, wie zum Beispiel die Professionalität der Aufnahme und auch vor allen Dingen die
Reifung der Band, die mittlerweile ihr Konzept weiter ausgebaut, ausgefeilt und professionalisiert hatte. Rio äußert sich zu dieser Zeit in seiner Autobiografie. Ich zitiere: "Wir müssen hier raus" war auch ein Auftrag für einen Film über das Kreuzberger Jugendzentrum. Der Rauchhaus-Song war für das Rauchhaus Teach-In im Februar geschrieben, fiel aber der Zensur zum Opfer, weil das Rauchhaus-Plenum der Meinung war, der Text hätte nicht viel mit ihrer Wirklichkeit zu tun. "Die letzte Schlacht gewinnen wir" war mein Versuch, ein kämpferisches, schnelles Lied zu schreiben, das Macht, was euch kaputt macht, ersetzen sollte. Dieses Werk war uns nämlich mittlerweile unheimlich geworden. Den Text zu Menschenjäger hatte ich unter dem Eindruck des Todes von Thomas Weißbecker geschrieben, der 3 Monate nach Georg von Rauch in Augsburg erschossen worden war. Der BVG-Song entstand durch eine Idee von Klaus Freudigmann. Er hatte eine alte Plattenpresse aufgegabelt und schlug vor, zu der gerade laufenden Kampagne gegen die BVG-Fahrpreiserhöhung statt eines Flugblatts eine singende, klingende Flexidisc an die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel zu verteilen. Jetzt fehlte uns nur noch ein Titel für den Anfang. Da wir davon ausgingen, dass ein Großteil unseres Publikums den Tag mit irgendeiner Arbeit verbracht hatte, lag es nahe, ihnen einen schönen Feierabend zu wünschen. Deshalb hieß der Song Feierabend. Am 9. März 1972, ich weiß es noch genau, weil es wieder ein Donnerstag war und wieder wie aus Kübeln regnete, erreichten wir Ahrensburg. 9 Leute verteilt auf den Postbus und eine nagelneue rote Volvo-Limousine, die Schlotterer dem Verleger Klaus Wagenbach abgeschwatzt hatte. Mit von der Partie war auch Angie, Schlotterers junge Geliebte, die er im Rauchhaus kennengelernt hatte. Sie war dort gelandet, nachdem sie mit ihrer Schwester Cora von zu Hause abgehauen war. Angie war hübsch, blond, 15 Jahre alt und allgemein beliebt. Klaus Schulz hatte wieder eine kleine Tour in Hamburg und um Hamburg herum organisiert. Aber nicht nur das. Er hatte auch einen gewissen Richard Borowski kennengelernt, der Toningenieur in einem renommierten Hamburger Studio war. Dort in den Alster-Studios bestand seine Hauptbeschäftigung darin, Werbespots aufzunehmen oder zu synchronisieren. Sein Herz schlug aber für Rockmusik und er war bereit, ein paar Feierabende dran zu hängen. An Geld war er dabei nicht interessiert. Studiotermin in Hamburg. Es gab nur ein kleines Problem. Wir hatten keinen Schlagzeuger. Wenige Tage zuvor hatten wir Sven Jordan gefeuert, zu dem immer weniger Zugang möglich gewesen war. Lan Rue müsste für ein paar Konzerte auf dem Posten aushelfen. Klaus Schulz wusste Rat. "Ich habe da bei uns einen jungen, unglaublich begabten Schlagzeuger entdeckt. Den würde ich euch empfehlen." Wir testeten ihn in irgendeinem finsteren Probenkeller. Der Junge war gut. Er hatte Einfühlungsvermögen, war reaktionsschnell, wusste, wann er einen Break oder einen Wirbel zu setzen hatte, konnte das Tempo halten. Er hatte einen harten Schlag und einen sechsten Sinn für dramatische Stellen. Olaf Litzau. Er wurde gerade 16. Mit ihm sollte es möglich sein, zumindest einen Teil der geplanten Playbacks am kommenden Wochenende aufzunehmen. Wir wollten in diesen 3 Tagen mindestens 8 Songs aufnehmen. Feierabend, wir müssen hier raus, die letzte Schlacht gewinnen wir, Menschenjäger, allein machen sie dich ein und den Paul Panzer Blues. Der Song, zu dem Nickel den Text geschrieben hatte und den er auch selber singen sollte. Dazu Schritt für Schritt ins Paradies, das ursprünglich für die erste LP gedacht gewesen war und das auf Anregung von Jens Jola und Barbara Sichtermann eine Textänderung erfahren hatte und jetzt reif war, sowie Keine Macht für niemand. Eines Abends war nämlich Anne Reiche, ähnlich dem unbekannten Auftraggeber für Mozarts Requiem, in meiner Höhle hinter der Küche am Teeufer erschienen. Flüsternd und konspirativ bestellte sie eine Hymne für den bewaffneten Kampf, die dringendst gebraucht werde. Sie sollte die Wirkung haben, die Hörer schreiend hinaus aus den Hütten auf die Straßen und Gassen zu treiben, um den Sturm auf die Paläste zu wagen. Ich sollte mich hurtig ans Werk machen.
sprach's und verschwand über die Hintertreppe im Winternebel am Gleisdreieck. Allerdings hinterließ sie keinen Beutel Golddukaten wie einst Mozarts ominöser Auftraggeber. Dafür kam ich, anders als Mozart, in den Genuss, die Uraufführung unseres Werkes noch zu erleben. Auf der Suche nach einem kämpferischen Refrain stieß ich in meinen Notizen auf einen Spruch, den ich mal in der Anarcho-Kiffer-Zeitung Germania entdeckt hatte. Keine Macht für niemand. Um diesen Kampfruf baute ich einen Text, den Lanrü vertonte. Die Auftraggeber nahmen das Werk allerdings nicht ab. Wie aus zuverlässigen Quellen verlautete, wurde es auf der höchsten Kommandoebene der Firma Raff als Blödsinn, irrelevant und für den antiimperialistischen Kampf unbrauchbar abgetan. Return to Sender. Keine Macht für niemand war aber unser Favorit. Er war am rockigsten und poppigsten von allen Songs geraten. Deshalb sollte es als letztes von den 8 aufgenommen werden. Wir glaubten dann eingespielt genug zu sein, um es richtig fetzig aufs Band zu bringen. Der Traum ist aus, war eines Morgens da, als ich auf meinem Hochbett erwachte. Lost Pelka, der Erfinder der Pellkartoffel, lag neben mir und schlief noch, während ich überlegte, wo ich dieses Lied schon mal gehört hatte. Ich kletterte runter in die kalte, leere Küche, setzte Kaffeewasser auf, notierte mir den Text und versuchte, mir mit Hilfe meiner Gitarre die Melodie zu merken. Der Traum ist aus, war eine Bonusnummer für den unwahrscheinlichsten Fall, dass noch Studiozeit für einen 9. Titel übrig wäre. Außerdem hatten wir noch eine neue Version von Komm, schlaf bei mir in Reserve. 38 Stunden später, pünktlich zum Anpfiff des Länderspiels England gegen Bundesrepublik Deutschland, hatten wir den letzten Takt von Keine Macht für niemand im Kasten. Das Band lief noch, Gitarren und Schlagzeug waren noch nicht ausgeklungen, als Lanrü, Kai und Olaf Fußball, Fußball schreiend aus dem Aufnahmeraum in die Kantine rannten, wo schon Schlotterer, Nickel und Klaus Schulz gebannt vor dem Fernsehapparat saßen, um unserer Wunderelf um Netzer und Wimmer, Beckenbauer und Schwarzenbeck für ihren Titanenkampf in Wembley die Daumen zu drücken. Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten Knast. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, das ist aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann. Die Berliner Zeit der Scherben ging zu Ende. Dies hatte gleich zwei wesentliche Gründe. Einer der wesentlichen Gründe war, dass die Scherben eigentlich mit dem Establishment, dem linken Establishment, ziemlich fertig waren. Sie hatten Tasse leer, Flasche leer. Das gesamte Berliner Umfeld schien die Scherben an ihrer weiteren künstlerischen Entwicklung zu hindern. Zumindest empfanden das die Scherben so. Es war die Zeit, in der sie einen Bauernhof in Fresenhagen kauften. Man munkelt von der lächerlichen Summe von 50.000 Mark, mit dem man den relativ baufälligen Bauernhof damals übernahm, dort gemeinsam nach Fresenhagen übersiedelte. Die Scherben hatten ja nun schon einige Erfahrungen mit verschiedenen Aufnahmeformaten, mit verschiedenen Produktionstechniken, und sie entschieden sich bewusst, und zwar sehr bewusst, für einen Rückzug aus Berlin und damit auch für eine Aufnahme in ihrem Fresenhagener Studio, wenn man das überhaupt so nennen kann, eine 8-Spur-Maschine. Sie wollten ein Album produzieren, das in Vollband-Image gelöst und ging jetzt eher in die Richtung einer künstlerischen Gesamtaussage. Das Album 4, das sogenannte Schwarze Album, war dann auch ein Mix aus Esoterik, aus Tarotkarten,
Spielen, aus einer vollkommenen Zusammenarbeit aller Mitglieder in einem Kunstwerk. So war zumindest der Anspruch. Man hatte ganz bewusst dabei gesagt, dass man lieber die etwas schlechtere Tontechnik in Kauf nehme, als jetzt wieder ein teures Studio anzumieten, dann vielleicht ein bisschen besseren Sound zu haben, ein bisschen besseren Klang. Man aber dennoch den Produktionsprozess und den Entstehungsprozess unter den Beteiligten bewusst lieber von diesem professionellen Anspruch runterschraubte und durch die Zeit, die man gewonnen hatte, dann eben ein anderes Ergebnis, ein geschliffeneres Gesamtergebnis erzeugen konnte. Schwarze LP wurde ein Doppelalbum. Einige Fans der Scherben halten das für das Beste. Es gibt aber auch Skeptiker, die sagen, dass dieses Album eigentlich nicht nur den Bruch der Tonsteine Scherben mit ihrer eigentlichen Tradition bedeutete, sondern dass diese Platte auch einfach durch den produktionstechnisch wirklich sehr gewöhnungsbedürftigen Standard eigentlich den Scherben so ein bisschen den Schneid abkaufte. Also diese beiden Meinungen standen eigentlich gleichberechtigt nebeneinander. Der Opener dieser LP, Jenseits von Eden, ist heute ein Klassiker, der durch seine Kraft und durch seine Energie nochmal ganz alte Tonsteine Scherben Zeiten beschwor. Die restliche LP vereinigt ganz verschiedene Strebungen und man merkt einfach ganz deutlich, dass die Scherben sich von diesem Anspruch an eine politische Äußerung einfach lösen wollten. Sie wollten nicht mehr Politiker am Mikrofon sein, sondern sie wollten auch Lyriker sein, sie wollten Abenteurer sein, sie wollten in ihrem Gesamten sich in ihrer Persönlichkeit nicht mehr nur als die Facette des revolutionären Musikers, sondern in der Bandbreite der Facetten darstellen. In dieser Zeit, nach diesem Album, waren die Reaktionen auch dementsprechend zwiegespalten. Die einen fanden das Album genial, andere fanden das Album gewöhnungsbedürftig. Tatsache war, es waren nicht mehr die alten Scherben. Und in dieser Zeit, und das ist sicherlich auch kein Zufall, begannen sich natürlich auch andere Kreise für die Tonsteine Scherben zu interessieren. Zu nennen ist da sicherlich die prominenteste Vertreterin, die wir alle kennen, nämlich Frau Claudia Roth, die damals aus unter abenteuerlichsten und mysteriösesten Umständen zu der Band stieß und sich wohl am Anfang mit ihrem Instinkt für die Macht im Grunde diese Schaltzentrale der Linkspropaganda sicherte, indem sie sich eigentlich als Mädchen für alles in der Band engagierte und so irgendwie auch geduldet wurde in Friesenhagen und wohl immer mehr Einfluss auch auf Rio und auf andere Bandmitglieder gewonnen hatte. Und es war wohl Claudia Roth, die damals durchaus erkannte, wie das auch der Rest der Band erkannte, dass im Grunde das ganze Projekt Tonsteine Scherben drohte, eine absolute Pleitenummer zu werden. Ein Pleitegeier, der bald alle in den Untergang mit hineinziehen würde. Das Projekt der Scherben drohte zu einem finanziellen Totaldesaster zu werden. Dies lag daran, dass die Tourneen sich nur wenig rechneten, wenn nicht sogar Schulden produzierten und die Plattenverkäufe das nicht kompensieren konnten. Zudem kam bei den Scherben dazu, dass die klassischen Verwertungsgesellschaften wie die GEMA und die GVL die Scherben nur sehr punktuell berücksichtigen konnten, da die Radio-Airplays und die Fernsehauftritte rar waren und so auch diese Einnahmequelle, die eigentlich normalerweise sonst professionellen Künstlern zur Verfügung steht, nicht vorhanden war. In dieser Situation einer finanziellen Auflösung Friesenhagens und der gesamten Scherben spielte Claudia Roth wohl eine etwas janusköpfige Rolle. Auf der einen Seite vertrat sie die Ansicht, die sie dann ja auch schon in der Position einer Managerin sich wählen ließ, vertrat sie also die Position, dass man unbedingt bei der nächsten Scheibe, bei dem nächsten Album kommerziellen Erfolg bräuchte. Dies muss natürlich bewegte Diskussionen innerhalb der Scherben ausgelöst haben und das können wir uns alle, glaube ich, sehr gut ausmalen und denken. Tatsächlich ist aber die letzte LP der Scherben, die sich nur noch Scherben nannte, ist diese LP wesentlich kommerzieller. Man hatte sich dafür auch ein Studio-Equipment gemietet. Das hört man auch. Das Album ist radiotauglich.
wenn man das mal so nennen will. Lieder wie Lass uns ein Wunder sein machten die ganze Platte schon zu etwas, was ahnen ließ, was später im Grunde die Solokarriere von Rio Reiser ausmachen sollte. Das Album versuchte zumindest, mit einem Standard zu arbeiten, der es den Radiosendern ermöglichte, diese Titel zu spielen. Allerdings war die Resonanz auf dieses Album dennoch auch Airplay-technisch deshalb nicht besonders ausgeprägt, da sich Claudia Roth mit ihrer Ansicht nicht durchsetzen konnte, dass man nun auch eine der verhassten kapitalistischen Plattenfirmen unbedingt an die Vermarktung dieser Platte heranlassen sollte. Es ist also auch ein Treppenwitz der Geschichte, wenn man sich vergegenwärtigt, dass eben Frau Claudia Roth, die heute zum Flaggschiff der Partei Die Grünen gehört, dass diese Frau im Grunde bei den Scherben heftige Diskussionen auslöste und sich im Grunde einer kapitalistischen Agenda schon zu einer Zeit verschworen hatte, wo man das eigentlich eher gescheut hat wie der Teufel das Weihwasser. Dennoch aber hatte Claudia Roth nicht ganz Unrecht und einige Teile der Band haben das wohl ähnlich gesehen. Der Versuch, sich mit diesem letzten Album im Grunde aus dem finanziellen Desaster zu befreien und zu retten, endete aber leider nicht in dem gewünschten Ergebnis. Im Jahre 1985 gab es dann ein denkwürdiges Meeting in Friesenhagen im Garten und dort stimmten die Mitglieder über ihr weiteres Schicksal ab. Sie hatten mittlerweile eine Tour hinter sich, sie hatten noch eine Live-DVD veröffentlicht, sie standen im Grunde vor den Scherben, der Tonsteine-Scherben, denn sie waren finanziell erledigt. Und die Band beschloss dann mehrheitlich, ich weiß jetzt nicht genau das Stimmenverhältnis, aber es gab wohl einige Stimmen, die dagegen waren und einige dafür. Jedenfalls beschloss die Band in der Mehrheit, sich aufzulösen. Das waren dann zunächst einmal die Tonsteine-Scherben und das war das Ende der berühmten Agit-Rock-Band, der berühmten Kultband. Rio Reiser schrieb einmal in seiner Biografie einen eigentlich unglaublichen Satz. Er schrieb nämlich, dass er während seiner Tonsteine-Scherben-Tourneen niemals Sex hatte. Das ist eigentlich unvorstellbar. Nehmen wir mal die großen Brüder, die Rolling Stones, für die Sex, Drugs und Rock'n'Roll eine Lebenseinstellung waren und wie exzessiv sie dafür ihre Groupies und ihre Möglichkeiten nutzten. So zeigt dies doch nur, in welch engem Korsett sich damals die Tonsteine-Scherben bewegten. Also in einem Korsett, in dem man aus ideologischen Gründen wenig Geld für die Auftritte nahm und man aus ideologischen Gründen im Grunde beengt und unter teilweise erbärmlichen Bedingungen diese Tourneen durchziehen musste. Dass das irgendwann nervt und dass das irgendwann Unmut erzeugt, vor allen Dingen, wenn man sich die Riesen der Branche ansieht, die im Reichtum schwelgen und die ihr Leben auf dieser Ideologie des Freiseins im Grunde begründet haben, so war dies eigentlich das Gegenteil von Freiheit. Die Solokarriere von Rio Reiser, die nach dem Ende der Tonsteine-Scherben begann, war sicherlich auch ein Ausdruck dieser Haltung. Abgebrannt und brennt nach. Irgendwo Zauberland ist abgebrannt und brennt nach Lichterloh. Der Himmel glüht wie heißes Eisen. Ein kleiner Vogel. Auch ohne das überzubewerten, kann man sicherlich sagen, dass das enge Korsett, in dem sich Rio Reiser in der Zeit der Tonsteine-Scherben befunden hatte, und dies aus mehreren Gründen, dass dieses Korsett für ihn sicherlich nicht mehr attraktiv war. Auf der anderen Seite, und das war wohl der wesentlichere Grund, ging es vor allen Dingen um den schnöden Mammon. Es ging ums Geld. Rio Reiser wird der einzige aus der Band Tonsteine-Scherben sein, die so einen Weg gegangen sind.
Er ist ihn deshalb gegangen, weil er mit Sicherheit Geld brauchte. Er stand vor einem Scherbenhaufen, der Tonstange Scherben. Auf der anderen Seite sind die folgenden Alben, die Leo Reiser noch solo produziert hat, dennoch nicht einfach mit dem Argument wegzuwischen, dass es sich hier um kommerzielle Drecksmusik handelt, sondern ganz im Gegenteil, Leo Reiser hat hier noch Meilensteine gesetzt. Nun weiß man, dass er von der klassischen Rezipientenschaft, von der klassischen Kundschaft, sich damit im Grunde ins politische Nirvana begeben hatte. Viele seiner Fans verziehen ihm nicht, dass er nun wie ein Michael Jackson mit Coca-Cola und mit Pepsi, mit der CBS und mit all den kapitalistischen Riesen ins Bett ging. Dies verziehen ganz viele seiner Fans ihm nicht und so war Rio Reiser wieder gefangen. Im Grunde in dem Widerspruch zwischen Anspruch seiner Fans und ganz einfacher Lebensführung, die Rio Reiser nun für sich versuchte umzusetzen. Ich habe einmal mit Ali Neander, das ist der Bruder von Britta Neander, über dieses Thema gesprochen. Der Ali sagte damals, der Rio hat das doch nur gemacht, um Geld zu verdienen. Ich habe damals geantwortet, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man solche Kunstwerke erschafft, nur um Geld zu verdienen. Gesagt, wenn es wirklich nur das Geldverdienen gewesen wäre, dann wundert man sich über das Ergebnis. Denn was an den Rändern blieb, war ja kein deutscher Schlager und war ja auch kein völlig kastrierter Rio Reiser, sondern es war ein Rio Reiser, der Facetten seiner Persönlichkeit anders beurteilte und anders bewertet hat und die auch durchaus zugelassen hat. Das Zulassen dieser Emotionen machte aber gerade die Emotionalität dieser Alben aus. Der emotionale und gesundheitliche Gesamtzustand von Rio Reiser war nach der Trennung von Tonscheine Scherben naturgemäß nicht sehr stabil. Rio Reiser hatte in seinem Leben schon mit vielen Drogen experimentiert, aber Rio Reiser war auch ein passionierter Trinker. Rio Reiser hat gerne und ausführlich getrunken und Rio Reiser hat auch andere Stimulanzen benutzt. Inwieweit diese Suchterkrankungen wirkliche Suchterkrankungen waren, das mögen wohl nur die engsten Vertrauten von Rio Reiser wissen. Dies ist aber auch eigentlich nicht wesentlich für die Gesamtwürdigung der Situation, denn Rio Reiser begann eine neue Karriere zu starten auf den Füßen dessen, was er schon erreicht hatte. Dies war schwer und dennoch leichter als für einen Newcomer in irgendeiner großen Plattenfirma. Rio Reiser haftete ja immer noch das Image des Revolutionärs, des revolutionären Poeten am Mikrofon an. Und als Rio Reiser seine erste Solo-LP veröffentlichte, so kann man mit Fug und Recht sagen, dass diese erste Solo-LP ein Meilenstein für die deutsche Rockszene war.
Zeit schau drauf zu meinem Fenster, mit müden Augen, ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke, ich seh dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut's nicht mehr weh, nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei, bye, bye, Unimond. Es ist vorbei, es ist vorbei. Tausend Stunden habe ich gewartet. Ich habe sie alle gezählt. Im Privaten hatte Rio Reiser sich erst spät zu seiner Homosexualität bekannt und sich geoutet. Dies fiel ihm sogar im Kreise seiner Band schwer, die das anfangs nicht wusste, aber ziemlich schnell ahnte. Sein Outing blieb aber auch auf gewisse Kreise beschränkt. Für den normalen Rezipienten, für den normalen Hörer seiner Alben wurde dies nie thematisiert oder irgendwie deutlich gemacht. Vielleicht nur ganz selten auf einigen Liedern. Aber eigentlich wurde das Geschlecht, zum Beispiel in Liebesliedern, nicht benannt. Das war sicherlich einem Erfolg zuträglich, weil sich damit eine breite Masse damit identifizieren konnte. Und eben nicht nur Homosexuelle. Rio Reiser verstand die Welt auch nicht als einen Kampf der Homosexuellen gegen die Welt, sondern er verstand die Welt eher als einen Kampf der Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter. Das war ein wesentlicher Unterschied. Dies behielt er auch bei. Und Rio Reiser hat sich niemals, auch in seinen Solo-LPs, in irgendeinem Lied verraten. Das kann man nicht sagen. Ich denke eher, dass der Balanceakt schwierig war zwischen dem Anspruch, eine immer noch politisch wirksame Musik zu schreiben und dies mit den kommerziellen Gegebenheiten übereinzubringen und dies vor allen Dingen auch mit den Auftraggebern, die jetzt diese Platten finanzierten. Die erste Solo-LP, Rio 1, hat absolute Klassiker hervorgebracht. Wir reden hier von König von Deutschland, was übrigens ein Lied war, was schon länger existierte und sogar schon mal im Portfolio der Tonsteine Scherben auftauchen sollte. Weil König von Deutschland war ein Hype. Es war aber nicht nur ein Hype, weil es eben von Rio Reiser war und weil es eben eine Solo-LP war, sondern 1986, als diese LP entstanden ist, war der Umgang mit Synthesizern, mit digitalen Techniken, mit verschiedenen Overdub-Techniken und all dem, was es so gibt, was heute selbstverständlich ist, war damals noch relativ neu. Es gab tatsächlich die Fraktion, und man kann sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, die gesagt haben, ja, die Musik ist ja gar nicht handgemacht. Natürlich war die Musik handgemacht und natürlich spielte der Synthesizer auch nur eine untergeordnete Rolle. Aber dennoch war die Produktion an sich derart revolutionär für die damalige deutsche Rockszene, dass man sagen kann, dass diese erste Solo-LP ein Meilenstein war. Rio hatte schon länger mit Annette Humpe, der Frontsängerin von Ideal und der Frau, die jetzt auch Produzentin war, gearbeitet und hatte schon im Vorfeld eine Single veröffentlicht und diese Single hieß Dr. Sommer und tatsächlich konnte man diese Single auch ab und an im Radio hören. Dieses Lied war derart unpolitisch, dass man eigentlich Vorschub leistete, den Fans oder der Fraktion der Fans, die eben sagten, ja, jetzt sind sie absolut durch, jetzt ist er absolut durch, jetzt ist er ein Büttel der Großindustrie geworden. Annette Humpe hatte damals den Kontakt zu Udo Arndt auch forciert. Die Platte wurde auch von Udo Arndt
produziert. Das erste Album wurde auch, Kurt Kress spielte zum Beispiel Schlagzeug, es waren also hochkarätige Musiker beteiligt und das Ergebnis war, wie gesagt, eine sehr moderne deutschsprachige LP. Das Album hatte auch den Titel Alles Lüge. Dieser Titel war politisch und musste auch politisch interpretiert werden und ist eigentlich heute so aktuell wie nie. Erfolgreich war dann aber auch der Titel Junimond auf dem Album, der zu einer Art Pop-Hit avancierte. Die unpolitisch-politische Ballade beschrieb auch irgendwo die Situation, in der sich Rio befand. Rio war ein Fan von Karl May. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Und er war sicherlich kein ausgewiesener Christ. Aber dennoch hatte sich Rio auch mit dem Christentum sehr intensiv beschäftigt. Und für ihn war vor allen Dingen der Hauptkritikpunkt, wenn er das Neue Testament gelesen hatte, dass eben die Umsetzung von dem, was Jesus gefordert hatte, niemals, auch nur ansatzweise, in den Kirchen umgesetzt wurde. Und insofern war er mehr ein den christlichen Werten verbundener Mensch als ein praktizierender Christ. Der Kontakt zu Annette Humpe sollte noch lange dauern. Die jetzt folgenden Alben, das war vor allen Dingen der Blinde Passagier, dann auch Rio 3 war die nächste LP und die LP Durch die Wand wurden alle noch von Udo Arndt produziert. 1994 produzierte Annette Humpe in Eigenregie die LP, das Album Über Alles, die auch hörbar anders war. Die Über Alles klang etwas anders als die anderen LPs, blieb für viele Zuhörer hinter den Erwartungen, die das Debütalbum, das Debüt-Soloalbum Rio 1 geweckt hatte, doch etwas zurück. Dennoch finden sich auf all diesen Alben wunderschöne Lieder und was die meisten Fans die Kritik an dieser neuen Arbeitsweise oder an der Arbeit überhaupt geübt hatten, aushebelt, ist die Tatsache, dass viele der Titel auf diesen Alben schon von den Tonstandescherben gespielt wurden oder teilweise auch noch auf Theaterprojekte zurückgingen, die Rio Reiser in viel früheren Jahren durchgeführt hatte. Rio Reiser verfolgte also nicht die Strategie, nach König von Deutschland gleich einen gleichwertigen Hit nachzulegen, was ja eigentlich in der Branche üblich ist. Nichts ist schlimmer, als wenn man das Publikum mit immer neuen Stilvarianten verwirrt. Aber Rio kam diesem Ruf nicht nach. Er produzierte im Grunde jetzt die Musik frei nach Schnauze, so wie er sich das vorstellte und wie er empfunden hatte. Sein Liebesleben war zu allen Zeiten in seinem Leben heikel. Rio war ein Verfechter des Liebesblicks, also auf den ersten Blick, der Liebe auf den ersten Blick. Oft ist er dabei auch auf die Nase gefallen. Er hat sich oft in völlig andersartige Charaktere verliebt, in Männer, die eigentlich ihm diametral zuwiderliefen. Aber das war gerade dieses Feuer und Wasser, dieses Himmel und Hölle, genau das, was es ausmachte. Für ihn war Feuer, Leidenschaft und Passion das Wichtigste und Beziehungen, die von zwei Seiten brennen, die brennen eben schneller ab. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend und Rio Reiser gab immer weniger Konzerte. Seine letzte Studio-LP war die LP Himmel und Hölle, das sechste Album. Und auf diesem Album ist auch eine Musik, die für den Tatort, er hatte damals eine Tatort Hauptrolle in dem Film Im Herzen Eiszeit. Es gab im Übrigen noch einen Tatort, in dem Rio Reiser mitspielte, zwar hier nicht in so einer tragenden Rolle. Und zwar war das der Film Der Pott, damals zusammen mit Götz-George, also mit Schimanski. Und dort gab es eine Single, B- und A-Seite, die im Grunde hier auch als Titelmusik avancierte. Das war Über Nacht. Kurz nach der Wende, im Jahre 1990, als sich die neue Partei konstituierte, die PDS, die im Grunde die Nachfolgepartei der SED aus der DDR war, hatte Rio Reiser das Bedürfnis, sich politisch wieder zu artikulieren bzw. zu positionieren. Diese ganze Beziehung zur neu entstandenen PDS gestaltete sich aber von Anfang an bizarr. Der Bruder Gerd Möbius berichtet zum Beispiel von einem Treffen zwischen Rio Reiser und Gregor Gysi,
der ja schon in der DDR eine nicht unbekannte Figur gewesen war und dies jetzt auch wieder für die PDS darstellte, indem Rio im Grunde erstmal zu spät erschien, angetrunken war und derart nervös war, dass er Gregor Gysi in diesem ersten Gespräch einen Kaffee über die Hose schüttete. Das gibt vielleicht schon oder zeigt schon irgendwie, dass das ganze Verhältnis von Anfang an auf tönernen Füßen stand. Tatsächlich gab Rio Reiser dann der PDS auch das Recht dazu, das Lied König von Deutschland für Wahlwerbezwecke zu nutzen. Und dies führte natürlich dann wieder und abermals zu einer Isolation von Reiser innerhalb der Pop- und Kulturschickeria. Der Sender Viva zum Beispiel oder auch andere Sender folgten, haben dann seine Videos und seine Musik nicht mehr gespielt. Also war Reiser also im Grunde wieder in der Zwickmühle, die er die ganzen Jahre mit den Todsteinen Scherben schon erlebt hatte. Sein damaliger Manager sagte ihm, du müsstest von Gregor Gysi 8 Millionen Mark verlangen, damit du diesen Schaden im Grunde wieder gut machen kannst, den du jetzt mit dem Beitritt zur PDS vollzogen hast, der eben deiner Karriere derart massiv jetzt geschadet hat. Tatsächlich hat Rio Reiser diese Beziehung zur PDS auch nicht sehr lange aufrechterhalten. Ein ausschlaggebender Umstand für diese Tatsache war dann auch, dass er irgendwann einmal zu einer Parteiversammlung oder etwas Ähnlichem eingeladen wurde und man ihn da wie einen dummen Jungen im Grunde in der Bordkantine versorgt hat, während die Größen der damaligen PDS sich am Kaviar labsalten. Und das war so im Grunde sein Erweckungserlebnis, also wo er gesagt hat, also mit der PDS mache ich jetzt auch nichts mehr. Er hat sich dann im Grunde von diesem Schaden aber nicht mehr richtig erholen können. Wir haben nun sehr viele Facetten und sehr viele Aspekte von Rio kennengelernt. Ich hoffe und dies inständig, dass ich Rio damit wenigstens halbwegs gerecht geworden bin. Ich habe mich zumindest bemüht, den Rio, so wie ich ihn sehe, darzustellen. Es gibt sicherlich noch tausend andere Möglichkeiten, dies zu tun und deswegen ist dies nur ein kleiner Beitrag. Rio Reiser starb am 20. August 1996 im Alter von 46 Jahren. Seine Todesursache waren innere Blutung und ein Vorhandensein von Speiseröhrenkrampfadern. Meistens ist die Ursache dieser Erkrankung eine Alkoholerkrankung. Es gab in der Folgezeit eine Bemühung um eine Sondergenehmigung, um Rio Reiser in Friesenhagen unbürokratisch zu begraben, dort wo er gelebt hatte in den letzten Jahren. Und dies wurde sogar von der Ministerpräsidentin Heide Simonis unterstützt und dies fand dann auch statt. In dem Haus, in dem Rio Reiser gelebt hatte, entstand eine Art Pilgerstätte. Es wurde aber auch das Rio Reiser Haus benannt. Nach dem Verkauf des Hofes in Friesenhagen wurde der Leichnam umgebettet und liegt seitdem auf dem alten St. Matthias Kirchhof in Berlin. Sein Grabstein sowie sein Grabschmuck sind mit nach Berlin umgezogen. Es gibt kaum einen Künstler im deutschsprachigen Bereich, der nicht auch eine Beziehung zu Rio Reiser definiert. Rio Reiser hat viele Künstler beeinflusst und dies bis heute. Man kann sogar sagen, dass viele Künstler ohne Rio Reiser überhaupt nicht möglich gewesen wären. Rio Reiser erschuf in seinem Leben ein Universum. Ein Universum, an dem sich heute noch viele Künstler labsalen, an dem sich heute noch viele Künstler erfreuen und sich dadurch inspirieren lassen. Im Jahre 2012 kam es in Unna, das ist eine westfälische Stadt, zu einem Streit und man wollte auf Antrag der Bürgerschaft eine Straße nach Rio Reiser benennen. Das Kulturzentrum Linnenbrauerei und die dazugehörige Straße am Kulturzentrum wurde dann aber tatsächlich in
Rioralser Weg umbenannt. Blixer Bargeld schrieb über Rioralser im Spiegel folgenden Nachruf: Ich habe noch nie jemanden in Deutschland singen gehört und gesehen, der wie Rio in der Lage war, innerhalb von Sekunden eine intime Beziehung, geradezu eine Liebesbeziehung, mit jedem einzelnen seiner Zuhörer aufzubauen. Singen vor Publikum ist eine eigenartige Beschäftigung. Man kann das Blut, das man den Menschen entzieht, wie ein Vampir schlucken, oder man kann es verwandeln und zurückgeben. Rioralser strahlte Kraft und Macht aus, die er vom Publikum bekam, und er gab sie wieder zurück. Charisma ist eine Fähigkeit, die sich nicht erlernen lässt, und sie hat nichts mit Image und bloßer Bühnenpräsenz zu tun. Selbst bei einem banalen Song konnte er irgendein bestimmtes Wort so singen, dass es einem kalt den Rücken hinunterlief. Dem ist nichts hinzuzufügen. Rioralsers Tod reihte sich zwar nicht in die legendären 27-Jährigen ein, die sehr früh starben und im Leben schon Legenden waren, aber es war mal wieder ein Beleg oder für den Ausspruch, der auch für Freddie Mercury, für Falco und ganz, ganz viele andere Musiker gilt: Die Götter lieben dich am meisten und die Besten sterben jung. Sing für dich und ich schrei für dich. Ich brenne und ich schleife für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich. Immer und dich. Ich lache für dich und ich wein für dich. Ich regne und ich schein für dich. Versetz die ganze Welt für dich. Für dich. Immer für dich, für immer und dich, für dich und immer für dich, egal wie du mich nennst, egal wo du heute pennst, ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg dir den Regenbogen. Für dich und immer für dich, für immer und dich. Ich rede für dich und ich schweig für dich. Ich gehe und ich bleib für dich. Ich streich den Himmel blau für dich. Für dich und immer für dich. Für immer und dich. Für dich und immer für dich. Egal wie du mich nennst, egal wo du heute pennst, ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg dir noch nen Regenbogen. Für dich und immer für dich, für immer und dich.